Das ist Simone Zöller. Und sie steht auf einem G-Modell, das ja gar nicht lieferbar ist. Ich zeig's mal gerade. Da ist ein Dachgepäckträger drauf, der auch wirklich ein bisschen was kann. Hallo Simone, geht's dir gut? Ja, super ist die Luft hier oben. Die Luft ist super. Das war deine Idee, Sebastian. Du hast gesagt, sie kann da mal drauf, weil der ist belastbar, der Träger, ne? Wenn das Fahrzeug steht. Der ist auf jeden Fall belastbar und man kann ja viele Gimmicks drauf tun. Man kann Ersatzrad noch mal eins montieren, Benzinkanister, Wasserträger, whatever. Aber ich glaube, so wie er jetzt da steht, sieht er auch wirklich schön aus. Genau, wenn du dich mal ganz kurz mal hinsetzt und mal so tust, als hättest du Freizeit. Ja. Das ist ja so, viele Leute wollen ja Fotos machen von da oben. Das ist ein ganz toller Platz, um Fotos zu schießen, ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Also man kann, wir haben auch schon mal so Videoshots gemacht von oben, dass man halt im Endeffekt ein anderes Auto währenddessen filmen kann. Da ist in der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. So ein Dachträger ist wirklich toll. So, wir zeigen mal gerade, wie man da runterkommt. Airline-Schienen sind an den Seiten dran. Wenn du mal kurz hinabsteigst, bitte, Simone. Ja. Denn ihr habt hier unten so Trittstufen eingebaut. Die ist original vorhanden und dann gibt es die hier. Genau, also das ist relativ dezent, man kennt es ja immer. Also man kann zum Beispiel erstmal hier drauf und dann hier drauf. Ja. Viele kennen es ja, dass man so eine Leiter an der Seite hat. Wir wollten es eben ein bisschen dezenter lösen, dass zum Beispiel auch in der Stadt nicht jeder auf die Idee kommt, jetzt auf den Dachträger zu steigen, sondern man kann dann wirklich halt mit diesen dezenten Stufen, die, glaube ich, für einen Laien gar nicht als Leiter zu erkennen sind, ganz leicht auf den G drauf kommen. So, genau. Hier, das ist auch der Träger, ist auch von euch? Der Träger ist auch von uns, genau. Also das ist ein System, man könnte zum Beispiel auch nur das Ersatzrad befestigen, ohne diese Leiter, wenn man zum Beispiel auf den Dachträger verzichten will. Aber so wie das System jetzt ist, ist es halt einfach das komplette System und ja, das ist wirklich gut. Das Autopreis, ich lass mal die Simone schätzen, was der kostet. Denn wie er hier steht, mit allen drum und dran, was denkst du, 30.000? Ich denke mehr. Also 35? Mehr. Also ich glaube, genau, wenn du mal kurz mal mitkommst, ja. Und wir gucken uns den mal gerade von vorne an und du darfst noch mal schätzen. Also ich hätte von dir gern zwei Sachen, die Lieferzeit, wenn man ihn neu bestellen würde, und den Preis. Also da die Felgen ja auch sehr besonders sind und generell das Design, auch das Matte und so, das ist ja recht teuer. 45.000? 45.000. Ja. Da nehme ich mal 5 Stück. Oder ich nehme einfach 10. Nee, dann ist es doch mehr. Aber wenn du jetzt schon bei 30 angefangen hast, ein bisschen mehr. Ja, mehr. Ein bisschen mehr. Was, da denkst du ungefähr, wie er steht? Boah, ich 150 steigt, ist glaube ich der Neupreis, oder? Ja. Okay. Ist aber so, du kriegst dafür gebraucht und mittlerweile fast Neupreis, weil es gibt ja keine. Nee, es gibt leider keinen. Du kannst auch keinen mehr bestellen, also das Bestellstopp. Es ist wirklich, wirklich krass, was da für eine Nachfrage ist. Und der G ist wirklich, aber es ist halt einfach ein wunderschönes Auto. Ist zum Beispiel auch mein persönliches Traumauto. Der ist jetzt von euch, der G? Unser G, genau, ist unser G500. Ja. Den mal kurz aufmachst, sei mal so lieb. Ja, das können wir machen. Schlüssel mal kurz holst. Genau, ich filme mal von außen, zeig dir mal Simone. Hallo Simone erstmal. Ja, jetzt wurde ich aber ganz schön in die Irre geleitet mit diesen 30.000. Ne? Ich habe dich auch ein bisschen gelinkt, muss ich sagen. Ja. Simone, herzlich willkommen auf der Abenteuer Allrad. Ich brauche dich und zwar nicht, weil viele dann behaupten, mein Gott, die Frau hat ja keine Ahnung, du hast wirklich keine Ahnung von Fahrzeugen oder wenig? Wenig, ja, würde ich schon sagen, ja. Wenn du mal sagst, von was du Ahnung hast. Vom Handball zum Beispiel. Du spielst gerne Handball. Ja, ja, vom Sport eigentlich generell, von Ernährung habe ich ein bisschen Ahnung. Genau. Und ja. Genau, ich habe dich nämlich extra mitgenommen, weil es gibt viele Leute, die meine Filme gucken, die keine Ahnung haben, denen viel zu viel gefachsimpelt wird. Und ja, du musst mir jedes Mal ein Schienbein treten, wenn ich irgendwas erkläre, was du nicht verstehst, okay? Oh, das wird aber dann oft passieren. Dann hast du Knieschmerzen. So, das hier ist eins der beliebtesten Fahrzeuge überhaupt von Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben als andere, aber auch bei der Polizei, Bundesgrenzschutz, weil der hat 3 Sperren drin. Das heißt, du kommst quasi, du musst dir vorstellen, wenn du um die Kurve fährst, dann dreht sich das äußere Rad schneller als das innere. Das ist ja immer so. Okay. So, und deswegen ist da unten drunter jetzt eine Differentialsperre drin, die man zuschalten kann, beziehungsweise die kann man zuschalten und dann kann man mit dem Fahrzeug hier durch dick und dünn fahren. Also das geht überall. Das kannst du aber gleich mal der Sebastian etwas besser erklären. Du hast keinen Schlüssel? Keinen Schlüssel. Tut mir leid. Du musst den Chef haben. Den nimmt der Chef immer mit. Ja, ist nicht so schlimm. Wir gucken auf jeden Fall gleich mal von außen rein. Ihr habt einiges hier gepimpt. Was habt ihr gepimpt? Höher gelegt um 50 mm per Federn, 50 mm per Bodylift-Kit. Das ist bisher der einzige, den wir mit Bodylift-Kit höher gelegt haben. Wenn du ihr das mal gerade erklärst, was das heißt. Also Bodylift-Kit ist eine spezielle Art der Höherlegung. Und zwar verwendet man da keine Dämpfer oder keine Federn, sondern zwischen die Karosserie und den Rahmen kommen so Aluminiumdistanzen. Also bei dem haben wir 50 mm gemacht, mehr ist da nicht sinnvoll. Und das machen wir ja schon ganz lange bei den Pickups, da waren wir ganz bekannt dafür, da haben wir sogar 100 mm gemacht. Und das ist wirklich toll, weil man das Originalfahrwerk halt komplett behalten kann und trotzdem deutlich höher kommt. Ja. Ist das mit dem Winkel nicht ein Problem, die Gelenke?
Darum machen wir es ja eben dezent. Also wir kommen jetzt nicht hier mit 100 mm oder whatever oder noch mehr, sondern wir machen halt einfach das Maximum, dass wir die Gelenkwellen halt möglichst wenig belasten. Warum will man das denn überhaupt so extrem hoch haben? Also klar, ist es dann vom Fahrgefühl einfach anders oder wegen dem Offroad-Fahren? Genau, der große Vorteil ist halt einfach im Offroad-Fahren, und zwar was halt im Offroad-Fahren immer ganz wichtig ist, dass du genug Bodenfreiheit hast. Ja. Und ja, die effektivste Art der Höhling ist eigentlich Räder, weil wenn man halt größere Räder drauf macht, dann kommt das Auto halt automatisch ziemlich weit hoch, und um halt dann wirklich Platz für die Räder zu machen, braucht man halt dann wirklich eine Höherlegung. Mhm. Genau, und wenn man ein Fahrwerk zum Beispiel verbaut, ist es halt so, dass halt sich das Fahrverhalten dann eigentlich verbessern sollte, weil man halt einfach bessere Dämpfer einbaut, besser abgestimmte Federn und so weiter. Und ja. ABE ist ja das große Thema. Habt ihr was mit ABE im Programm? Oder die müssen jedes Mal zum TÜV? Wir haben, also unsere Frontbügel haben ein EEG-Gutachten, das ist wie eine ABE. Da musst du im Endeffekt nichts eintragen. Die meisten unserer anderen Anbauteile kommen aber alle mit TÜV-Teilegutachten und müssen eingetragen werden. Wir sind ja, also eine ABE bekommt man meistens nur für so Teile, die sehr seriennah sind. Also wenn man zum Beispiel Felgen verbaut, die eigentlich von den Maßen genauso sind wie eine Serienfelge, dann kann man eine ABE beantragen, sonst ist es eher relativ schwer. Und darum machen wir das alles mit einem TÜV-Teilegutachten. Ihr habt ja immer mehr Leute wie die Simone. Gut, du kämst jetzt nicht freiwillig auf die Idee, hier jetzt im Prinzip auf so eine Messe zu gehen, weil du wahrscheinlich andere Ideen hast, aber ja, so Quereinsteiger mit Dachzelten, das kommt ja immer mehr, die so ein bisschen das Fahrzeug... Das ist super interessant. Ja, echt? Ja. Dachzelten? Mhm. Ja, also ich mag es auch so, dieses Camping und so, oder mal mit dem Auto einfach irgendwie wegfahren. Ich habe auch schon im Auto geschlafen, allerdings war das so ein Volvo V40, also jetzt nicht sowas in der Richtung. Aber das finde ich schon top, wenn man einfach, auch die Dachzelte kann man ja fast auf jedes Auto mitmachen. Genau. Ne? Das wäre jetzt möglich eigentlich bei dem Tag? Man braucht einen Dachträger, genau, auf das kann man auf jeden Fall einen Dachträger drauf machen. Wir sind halt jetzt nicht die Dachzelt-Spezialisten, wir haben kein Dachzelt im Programm, haben es bei dem jetzt, glaube ich, auch noch nicht probiert, aber das wollen wir auf jeden Fall mal machen. Wir wollen mal so eine Art Filmprojekt machen, so in den Schweizer Alpen, und damit zum Beispiel der G-Klasse dahin fahren, dann ein schönes Dachzelt aufschwenken, so ein richtig schön großes, das halt wirklich auf dem G drauf passt. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Plan. Genau. Das hier vorne sieht man sehr schön. Das ist auch ein sehr beliebtes Fahrzeug. Gibt es ja jetzt nicht mehr. Der Ford Ranger Biturbo. Auch da habt ihr ganz viel im Programm. Jetzt kommt ja ein neuer. Wie geht ihr da vor? Ja, also im Endeffekt der Amarok und der Ranger kommen ja im Endeffekt als ein Auto, sagen wir mal so. Auf einer Basis kommt es auf jeden Fall. Habt ihr den schon da stehen in der Nähe von München? Ja, das wäre schön. Also, jetzt mal ehrlich. Nein. Auf keinen Fall. Also ich glaube, da gibt es in Deutschland noch keinen, der den stehen hat. Also glaube ich. Ich habe auch noch nicht live gesehen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ein paar VW-Verkäufer, mit denen habe ich gesprochen, die haben ihn live gesehen. Die sagen, das sieht gut aus. Also beim Amarok jetzt. Der Ranger wird ja im Endeffekt so ähnlich aussehen. Und ja, auf jeden Fall wird das natürlich wieder ein ganz interessantes Auto für uns. Da werden wir auf jeden Fall ganz früh einsteigen mit der Entwicklung. Amarok haben wir im Endeffekt ganz, ganz viel gemacht. Das sind wir auch bekannt dafür, für unsere Beasts. Und ja, das ist jetzt eben der Ford Ranger. Ja, und ich werde noch ein Video machen. Delta 4x4. Simone, ich bin mal sehr gespannt. Ich denke, mit etwas Glück machen wir so an die 200 Videos hier auf der Messe. Ich hoffe, du hast dich warm angezogen. Es werden 40 Grad erwartet. Okay. Aber viele sind jetzt auch in Zelten mit allen drum und dran. Ihr habt einen guten Platz. Viele sind ja draußen mit 40 Grad in der Sonne und dann Innenräume und so. Ich bin gespannt, ob es sich hier aufheizt oder wie es sich entwickelt. Aber bis jetzt bin ich super zufrieden mit unserem Platz. Also Orga hier ist gut von der Messe? Perfekt, wie jedes Jahr sind wir wirklich immer mega zufrieden. Das ist eigentlich die einzige Messe, die wir wirklich so machen mit eigenem Stand und so weiter. Und da sind wir seit Jahren überglücklich. Und es ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre hier. Und wirklich alles nette Leute. Kann mit jedem mal ein Bierchen oder so trinken. Abends an der Bar kann man auch noch ein paar Benzingespräche führen oder wie auch immer. Und wirklich toll hier in Bad Kissingen. Wie so. Gibt es denn die Messe schon? Oder wie lange seid ihr schon dabei? Also, sagen wir sind, glaube ich, schon 10, 12 Jahre sind wir jetzt dabei. Die Messe gibt es, glaube ich, schon seit 40 Jahren. Die Messe hat angefangen in München, war eigentlich die erste Messe. Und dann ist sie irgendwann so groß geworden. Und dann ist es hierher nach Bad Kissingen gekommen. Genau. Ja, das Besondere ist, hier trifft sich wirklich die ganze Welt. Es gibt natürlich in Amerika noch Messen, die in mehreren Bundesstaaten, also Norden, Süden, Osten und so weiter. Ihr seid nicht in Amerika, ne? Wir haben ein paar Kunden in Amerika, aber es ist eher noch marginal, sagen wir mal so.
Aber wäre auch mein Traum, mal auf der SEMA-Show auszustellen. Das ist so ein SEMA, genau. Live-Goal, ja, genau. Mal schauen, ob wir das erreichen. Was, ein Live-Goal? Ein Live-Goal, ein geschäftliches Live-Goal. Ich bin einfach zu alt, ja. So, tschüss ihr beiden und ciao. Bis zum nächsten Mal hier vorne. Übrigens, den werden wir auch gleich mal zeigen. Das ist ein Beast. Ist das Beast? Der Mercedes Sprinter, genau, der Beast, weil der halt einfach komplett extrem ist und alles verbaut hat, was wir so im Programm haben. Ja, die Frage ist, ob man den nicht mal, naja, zum Zeigen mal ein bisschen... Können wir machen, genau. Ich muss ehrlich sagen, dass der innen nicht ausgebaut ist. Das ist eigentlich so, fungiert auch so ein bisschen als unser Lagerfahrzeug, also mit dem wir halt auch Sachen transportieren. So, auch den. Den wir mal zeigen. Vom Stand von Delta 4x4, der Offroad Company. Und danke fürs Einschalten. Ciao, ciao. Tschüss, Simone. Tschüss, Sebastian. Ciao. Danke.